Hi, nachdem du nun weißt, dass es unterschiedliche Elemente und damit auch unterschiedliche Atome gibt, sollte man die Frage beantworten, was unterscheidet Atome? Du kennst unterschiedliche Menschen. Du kennst unterschiedliche Legosteine. Menschen unterscheiden sich in der Haarfarbe, im Charakter, im Alter, ob sie Mann oder Frau sind. Und da gibt es noch vieles aufzuzählen. Bei Legosteinen ist das etwas einfacher. Da sind es Farbe, Form und Größe, die einem Stein seine Eigenschaften geben. Und wie ist das nun bei Atomen? Wir gehen noch einmal zurück zu dem Griechen, der den Verdacht hatte, dass alle Dinge aus Atomen aufgebaut sind. Erinnerst du dich noch? Er sagte, das Atom ist der kleinste Baustein. Etwas Kleineres gibt es nicht. Denken wir über diesen Satz einmal scharf nach, so würde das bedeuten, wenn es verschiedene Atome gibt, dann können sie sich also in Farbe, Form und Größe unterscheiden. Ähnlich wie Legosteine. Und an dieser Stelle stehen wir vor einem ganz großen Problem. Wir können Atome nicht sehen. Jedenfalls nicht so, wie man bei einem Blick auf ein Foto sagen würde, ach guck mal, das ist Tante Erna. Dazu sind die Atome einfach zu klein. Selbst das beste Mikroskop auf der Welt reicht nicht aus, um ein gutes Bild von einem Atom zu liefern. Und an dieser etwas aussichtslos erscheinenden Stelle haben wir Glück, dass dem Griechen ein klitzekleiner Irrtum unterlaufen ist. So gut seine Idee von den Atomen gewesen ist, sie sind aber immer noch nicht die kleinsten Teilchen, aus denen alles aufgebaut ist. Das hat man allerdings erst viel später herausgefunden. Und jetzt kannst du mit Recht protestieren. Wenn ich schon weiß, dass man Atome nicht sehen kann, was nützt es mir, wenn ich besagt bekomme, dass sie aus noch kleineren Teilchen bestehen? Und das ist ein völlig berechtigter Einwand. Ich kann dir in diesem Moment nur darauf antworten, dass diese Atombestandteile die Eigenschaften einer Atomsorte so stark beeinflussen, dass man die Teilchen selbst gar nicht sehen muss. Du musst doch auch nicht nachts aus dem Fenster sehen, um zu erkennen, ob dein Auto oder ein Motorrad am Haus vorbeigefahren ist. Du hast das Motorengeräusch gehört und danach deine Unterscheidung getroffen. So viel ich weiß, hat noch niemand Motorengeräusche von Atomen gehört. Es gibt aber andere Merkmale, mit deren Hilfe man Atome auseinanderhalten kann. Garantiert hast du in einer schönen warmen Sommernacht schon einmal draußen gestanden und zu den Sternen emporgesehen. Was würdest du dafür geben, wenn dir jemand verraten könnte, was hinter den letzten, kleinsten und am weitesten entfernten Sternen liegt? Was dort verborgen ist? Astronomen haben die Bahnen der Sterne bestimmt. Sie haben herausgefunden, dass sich manche Sterne in Kreisen um andere bewegen. Man kann sogar das Gewicht von Sternen ausrechnen und die Stoffe, aus denen sie aufgebaut sind, ermitteln. Trotzdem hat diese grenzenlose Weite nie für den Betrachter an Reiz verloren. Ich kann es dir nicht beweisen, aber ich glaube ganz fest daran, dass ich dir ein ganz ähnliches Bild bieten würde, könntest du im Inneren eines Atoms stehen. Deine Füße ständen auf dem Atomkern, der aus Protonen und Neutronen zusammengesetzt ist. Er ist wie ein kleiner Planet. Wahrscheinlich dreht er sich auch.
weit oben am Himmel der Atome würdest du kleine Sterne sehen, die man Elektronen nennt. Diese umkreisen in ganz bestimmter Entfernung den Atomkern. Vielleicht wäre der Atomhimmel genauso ein flimmerndes und funkelndes Gebilde wie unser Sternenhimmel, denn schließlich sind die Atome selten allein. Und so könntest du die fernen Galaxien der anderen Atomkerne mit den sie umkreisenden Elektronen beobachten. Diese drei Bausteine, Elektronen, Protonen und Neutronen, bestimmen fast alle Eigenschaften eines Elements. Um ganz korrekt zu sein, die Zahl der Bausteine legt fest, um welches Element es sich handelt. Die Zahl der Protonen, Neutronen und Elektronen ist sozusagen der Familienname. Die Natur ist uns dabei mit den Zahlen sehr entgegengekommen. Die Atome haben keine Elektronenzahlen, die so schwer zu merken sind wie siebenstellige Telefonnummern. Es geht ganz simpel mit 1 los. Ein Elektron und ein Proton, das ist ein Wasserstoffatom, 2 Elektronen, 2 Protonen, 2 Neutronen, das ist ein Heliumatom. Und so geht das mit der Elektronen- und Protonenzahl weiter bis 109. Und nur die Protonenzahl hat ihre eigenen Gesetze. Aber darüber müssen wir an dieser Stelle nicht reden. Als fleißiger Musterschüler könntest du dich nun hinsetzen und die 109 Elemente mit ihrer Elektronenzahl auswendig lernen. 109 Namen? Was ist das schon? Come on, jedes etwas längere Gedicht hat mehr Wörter. Aber ein solcher Aufwand ist nicht nötig. Im Laufe des Buches und im Laufe der Zeit, im Laufe des Chemieunterrichts der nächsten Jahre, so weißt du, im Laufe des Buches wirst du merken, welche Elemente wichtig sind. Und dann ist es natürlich gut, ihre Elektronenzahl zu kennen. Jetzt ist es an der Zeit, eine kleine Pause zu machen. Schließlich haben wir ja bisher schon eine Menge bahnbrechender Erkenntnisse gesammelt. Stoffe bestehen aus Atomen. Atome haben Namen und sind aus Protonen, Elektronen und Neutronen zusammengesetzt. Und deren Anzahl verrät uns den Namen des Atoms. Und das ist deutlich mehr, als man im Moment wissen muss. Das meiste, was wir im Moment erklären, lässt sich mit dem Kugelteilchenmodell erklären.